Schön. Herzlich willkommen zurück am zweiten Tag zum Nachmittag bei den HR Solution Days. Ich freue mich, dass wir wieder starten können. Mein Name ist Iris Kunrath und ich übernehme von Isabella Winkler die Moderation für die nächsten Stunden. Und nun geht es bereits in die Diskussion, in die Podiumsdiskussion. Allen voran Doris Paltz wird die Diskussion moderieren und leiten. Mit dabei sind Barbara Covarrubias-Venegas, Sonja Stromer und Christopher Schwand. Ich möchte Sie alle recht herzlich bei mir begrüßen. Hallo Iris, grüß dich. Hallo. Danke fürs Öffnen der virtuellen Türen. Freut mich dabei zu sein. Hallo, hallo Barbara. Sehr schön, dass Hallo auch Sie von sehen. meiner Seite. Sehr schön. Gut, dann beende ich jetzt mal die Übertragung meines Bildschirms. So. Ja, finally sage ich auch Iris herzlichen Dank einmal für das Willkommen heißen bei dieser Podiumsdiskussion, für dieses ganz lockere Einbegleiten, dass wir uns jetzt auch ein bisschen hybrid, aber eigentlich gar nicht einmal hybrid, weil wir sitzen alle hinter einem Bildschirm, aber wir werden uns gleich einmal darin dann vertiefen, auch was das mit uns allen macht und wie das so geht, ja. Herzlich willkommen jetzt meinen Expertinnen und Experten zu dieser fast Stunde, wo wir uns darüber austauschen können, was kann funktionieren, wie kann es funktionieren und vor allem, wie kann es fair funktionieren, dass Arbeitsort nicht mehr nur Büro ist. Wir wissen alle, dass es nur einen Teil unserer Bevölkerung, unserer arbeitenden Bevölkerung betrifft, von zu Hause aus arbeiten zu können oder von wo auch immer arbeiten zu können. Aber um die geht es jetzt nochmal, für die das möglich ist. Wenn wir zurückdenken, Barbara, Sonja, Christopher, darf ich eh alle gleich einmal ins Du hineinholen. Wir tun uns Sehr ganz gerne. einfach ein bisschen einfacher. Ihr alle habt nicht nur Erfahrungen, sondern teilweise beratet ihr Unternehmen, ihr vernetzt Unternehmen. Sonja, was so deine Leidenschaft ist. Barbara, du bist ein bisschen in der Wissenschaft und die Brücke auch in die Unternehmen und hast auch die NGOs noch ein bisschen an der Seite. Christopher, die FH Krems ist stolz, dich in ihren Reihen zu haben und du vertiefst dich dort auch wissenschaftlich in dieses Thema Hybridarbeiten. Das heißt, wir bieten heute unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geballtes Know-how auf den verschiedenen Ebenen, wo ganz, ganz viel mitnehmbar ist. Das Erste, wenn wir gemeinsam jetzt einmal zurückdenken, die letzten 20 Monate, hat sich die Welt ordentlich verändert, insbesondere auch die Arbeitswelt, nicht nur. Es ist vieles möglich geworden von dem, wo man vorher gesagt hat, na, das geht bei uns nicht, wir können nicht Homeoffice einführen. Ja. Schlag war es, der 13. März 2020 und viele Unternehmen sind einkaufen gegangen. Sie haben Laptops eingekauft, sie haben Kameras eingekauft, sie haben Ausstattung für Homeoffice eingekauft. Die IT war auf Hochtouren unterwegs und hat geschaut, dass man jetzt auch die Sicherheit gewährleistet, wenn von zu Hause aus gearbeitet wird. Wir haben als Menschen bewiesen, wie flexibel wir sind, wie anpassungsfähig wir sind. Ja? Und für viele war das vorher auch wirklich ein großer Wunsch, vom Homeoffice aus arbeiten zu können. Jetzt ist technologische Möglichkeit da. Wir haben auch gelernt, zusammenzuarbeiten in Meetings, Kollaboration und so weiter. Irgendwie die Frage an euch jetzt nochmal so: Geht gerade ein Traum für Arbeitnehmer in Erfüllung? Barbara, magst du vielleicht anfangen? Also für mich geht definitiv ein Traum in Erfüllung, muss ich sagen, weil ich glaube, es hat in den letzten 2 Jahren jetzt schon gezeigt, wie viel wir einfach virtuell oder hybrid auch machen können, ohne dass wir da das wirklich diskutieren müssen. Wir haben gesehen, es geht. Und ich glaube, dass auch die, die sich das vorher nicht vorstellen haben können, wir sehen jetzt auch, dass eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das vielleicht gar nicht gehabt haben oder auch nicht gedacht haben, dass sie das gerne möchten, von daheim oder von irgendwo aus zu arbeiten,
arbeiten, dass die das jetzt auch verlangen. Und ich glaube, wir sehen das auch in allen Umfragen, also das ist gar kein Glauben mehr, sondern wir sehen ja die Statistiken. Es hat gerade kürzlich wieder eine neue Studie vom World Economic Forum wurde publiziert, wo man wieder sieht, dass 30% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Unternehmen verlassen würden, wenn sie nicht weiterhin auch remote arbeiten können. Und ich glaube, remote, und das ist nur mein Abschlusssatz, ist gar nicht, es geht ja nicht nur von daheim aus, also, sondern es geht ja eher darum, dass wir wirklich flexibel von dort arbeiten können, wo wir gerne arbeiten möchten, wo wir das Umfeld finden, das für uns passt. Und das ist ja so die Quintessenz von neuen Arbeitswelten oder hybriden Arbeitswelten. The future of work is choice. Daheim, im Büro, vielleicht von einer Bibliothek oder einem Coworking Space. Ja, super, super Einbegleitung. Sonja, wenn du deine Unternehmen, diejenigen, die an der New Work interessiert sind, vernetzt, geht für die gerade ein Traum in Erfüllung? Also ob es jetzt aus Unternehmenssicht jetzt so der Traum ist, also das, also ich sehe halt natürlich halt immer die Menschen so dahinter und das ist natürlich recht unterschiedlich ausgeprägt. Also wenn man es wirklich so sieht, ob Menschen jetzt wirklich dort arbeiten können, wo sie wollen, würde ich sagen, das ist eigentlich noch nicht der Fall. Also natürlich hat sich extrem viel verändert, aber so weit zu gehen, da sehe ich schon immer die Einschränkungen und Arbeits- und die Schwierigkeiten, gerade das Arbeiten aus dem Ausland ist eigentlich immer noch relativ schwierig. Und es wird jetzt ganz viel diskutiert über Regelungen, also das wird, also es ist da nicht die vollkommene Freiheit sozusagen jetzt ausgebrochen, aber natürlich ein Riesenunterschied zu vorher. Ich habe mal so ein bisschen einen Artikel geschrieben mit dem provokanten Titel mehr Freiheit und Flexibilität durch den Lockdown. Das war natürlich irgendwie so ein bisschen ja, eigentlich ein Widerspruch, aber da hat sich natürlich schon für viele jetzt was verändert. Und ich glaube, wenn man mal spürt, wenn man das mal erlebt, diese Freiheit, sich da irgendwie, diese Möglichkeit zu haben, auch an einem anderen Ort zu arbeiten, dann wollen halt die wenigsten wieder komplett zurück. Gleichzeitig haben wir halt das Thema, dass die, ich sage mal so, unsere Arbeitskultur ist ja noch immer total stark geprägt von dieser Industrialisierung von früher, also wo man wirklich sagt, okay, ich gehe jetzt in eine Fabrik rein, ich stempel ein, ich verrichte dort einen Dienst, habe gewisse Anordnungen, die ich da erfülle und so weiter, dann stempel ich aus und dann ist Feierabend. Das passt wohl jetzt nicht mehr in unsere heutige Welt rein, aber ich glaube, so in den Knochen drinnen und so weiter, in unserem Bewusstsein ist das noch immer ganz stark so drinnen und das kann man halt nicht so schnell sich von dem lösen. Ja. Mhm. Lieber Christopher Schwand, bei euch hat sich Forschungstechnik, dieses Thema auch ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt, aber auch in der Lehre hat sich doch vieles getan. Also Hybrid ist wahrscheinlich bei euch auch angekommen, oder? Wobei Hybrid bei uns nicht das Zauberwort, sondern vielmehr der Albtraum ist, muss man aktuell sagen, in der Lehre. Ich führe gleich aus, warum. Mit dem Thema beschäftigen wir uns seit 7, 8 Jahren intensiv und Covid als Game Changer hat nicht nur unserer Forschung, aber der Umsetzung in den Betrieben natürlich einen gewaltigen Boost verliehen. In der Lehre hatten wir mobile Formen oder sagen wir mal so Distanzformen schon lange im Einsatz, auch weil wir in verschiedenen Ländern unterwegs sind und Teaching nicht immer ortsgebunden stattfinden muss. Warum ich mit Hybrid in Bezug auf Teaching ein bisschen ein Problem habe, hybrides Teaching heißt, ich habe Leute vor Ort sitzen und auch Leute remote. Da brauche ich dann eine Moderation, sonst funktioniert das nicht vernünftig. Wenn Wahlfreiheit im Modus für jeden Teilnehmer besteht, wird es schwierig. Ansonsten hybrides Arbeiten ist aber aus unserer Sicht ein großer Erfolg. Ein Erfolg, wo es auch in vielen Betrieben zu Schwierigkeiten gekommen ist und immer noch kommt. Also nicht jeder Arbeitnehmer und auch nicht jeder Arbeitgeber liebt es und es gibt immer ein gewisses Grundbedürfnis des Austauschens, des Treffens, vielleicht auch eine Rückkehr zu den vertrauten Routinen und Riten, die wir haben mit dem gemeinsamen Beginn der Arbeit, dem Treffen und Austausch in Unternehmen. Hängt dann wieder stark von den Individuen, aber wie schon vorher bemerkt, 30% laut aktueller Studie würden kündigen, wenn die Möglichkeit wegfällt und sehr viele wissen es zu schätzen. Für uns war es auch ein bisschen ein Eintauchen in kaltes Wasser. Wir mussten den ganzen Lehrbetrieb sehr rasch umstellen. Aber es hat wie bei vielen deutlich besser funktioniert als gedacht und Traum, glaube ich, war es auch nur durch das Timing.
Ich sage gerne, wären es das 10 Jahre früher passiert, hätten wir ganz andere Herausforderungen zu bewältigen gehabt. Oh ja, definitiv. Vor 10 Jahren hat die Welt noch ein bisschen anders ausgeschaut. Irgendwie kommt man dann zu dem Schluss, es kommt alles dann, wenn es gerade passt, auch wenn es unpassend ist. Im Rahmen der HR Solution Days, also im Vorfeld dessen, hat es eine Umfrage gegeben unter den Personalern. Und ich habe jetzt ein paar Charts für uns vorbereitet, damit wir sehen, wie geht es eigentlich den Personalern mit dem Thema. Dann machen wir gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen von HR Österreich und schauen uns an, wo jetzt nochmal an allererster Stelle HR-Verantwortliche sehen, dass ihre Institutionen sehr gut funktionieren. Und an erster Stelle rein HR-Verantwortliche Homeoffice mit 62%, dass das schon gut funktioniert, dass sie darin wirklich sehr gut sind. Wir können uns dann unterhalten, was dahinter stehen mag. Dann Arbeitszeiterfassung und Arbeitsrecht. Auch Arbeitszeiterfassung an zweiter Stelle mit 50%, wo wir sehr gut sind. Jetzt schon bei unserer Einstiegsdiskussionsrunde haben wir gesagt, ja, wir bewegen uns aber in einer Übergangsphase und Arbeitszeit und Arbeitsergebnis spielen da halt auch eine Rolle mit drinnen. Arbeitsrecht, ja, natürlich, wenn wir Homeoffice machen oder wenn wir remote arbeiten und so weiter, gehört das gut eingebettet. Ja. Also, wir sehen jetzt so Grundlagen, sagen die HR-Verantwortlichen, da sind sie schon sehr gut aufgestellt. Wo geht es nicht so gut, wenn wir aber ins Homeoffice hineinschauen? Ja? Und dann heißt es jetzt na, eigentlich so strukturierte Konzepte oder so, wonach Mitarbeiterinnen auch nach der Pandemie verlässliche Rahmenbedingungen haben, da geht es uns nicht ganz so gut. Das heißt, das, was wir schon gesagt haben, wir sind hineingeplumpst, das ist möglich gewesen, nicht? Aber dass es wirklich jetzt schon für die Dauer ist, sagen 60% ungefähr, naja, da sind wir noch nicht so gut aufgestellt. Dann haben wir auch ein bisschen ein Führungskräftethema. Jetzt weiß ich, dass euch das nicht so wahnsinnig überraschen wird, aber mit 59% sage ich mir, das ist ja doch schon ein bisschen ausgeprägt. Ja. Also wenn knapp 60% der Führungskräfte ein Thema damit haben, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice zu sehen, dann widerspricht es den Erwartungshaltungen der Mitarbeiter zumindest zu einem gewissen Maße. Ja. Dann das Thema eben, dass es Zusammenkommen, dass Kreativität und Teamgeist aufgrund dieses Auseinandersein leidet, harrt auch noch gewisse Antworten. Also das sind wieder die Top 3, wenn wir die bitte mitnehmen, dann auch, um darüber dann zu sprechen, ob wir vielleicht ein paar Antworten im Petto haben, wie genau mit diesen Themenstellungen, also mit Führungskräften, Strukturierung, aber auch die Nähe der Mitarbeiterinnen zueinander und zum Unternehmen. Loyalität spielt da sicherlich auch eine Rolle. Unser Klassiker interne Kommunikation darf natürlich auch nicht fehlen. Das heißt, interne Kommunikationsmaßnahmen, sagt HR, dürfen auch noch ein bisschen besser werden. Also es braucht ein bisschen mehr Klarheit, Emotionalität, sodass man auch den anderen spürt, auch wenn es über Distanz ist. Das Top-Management hätte man gerne auch ein bisschen zentraler dann in der Kommunikation eingebunden. Orientierunggeber ist da immer das Schlagwort, dann, das dahinter steht. Und die Bottom-up-Kommunikation, sagen ein Drittel, könnte da auch ordentlich besser werden. So, und eine habe ich dann noch, so Digitalisierung und Workforce Management. Gleichzeitig sagt HR, also bei all dem, wo wir das sehen jetzt, unsere Ressourcen sind recht knapp. Wir sind auch nicht wirklich so ausgestattet, dass wir die Antworten geben können. Und zwar weder jetzt finanziell noch mit den Tools, so um diese Folie jetzt auch noch ein bisschen zusammenzufassen. Damit switche ich dann auch schon wieder zu euch und sage, ja, wie kann denn das gelingen, dass wir sagen, eine hybride Arbeitsplatzkultur auf einer Fairness-Basis bei diesen Einschränkungen, die derzeit jetzt von HR wahrgenommen werden?
Christopher, darf ich bei dir anfangen, weil ihr habt euch damit ja auch differenzierter auseinandergesetzt. Ja, gerne. Und ganz genau, wir schauen uns da speziell die Regelwerke an, die im Entstehen begriffen sind, also die Guidelines, die man in Unternehmen versucht zu finden, um eine Organisation der mobilen, der hybriden Arbeit auf die Reihe zu bekommen und dass es mit möglichst wenig Friktion abläuft. Wir haben jetzt sogar ein Buch dazu geschrieben und dürfen noch ein bisschen bei den Deliberations mit den Ministerien mitwirken, haben da eine Gruppe mit Unternehmen, mit der wir laufend im Gespräch sind, um zu schauen, wie geht es voran und was funktioniert nicht. Das Thema Spielregeln für mobil flexibles Arbeiten ist unser Kernthema. Ein Rahmenwerk zu haben und dieses vielleicht sogar gemeinsam zu arbeiten, ich glaube, das ist schon mal der erste große Stein. Wir hatten vorher das Thema auch Klarheit, das Thema der Probleme mit den Führungskräften, die Schwierigkeiten haben, sich in diesen zunehmend digitalen Welten zurechtzufinden und deren Kompetenzprofil, also das erforderliche Kompetenzprofil, sich damit auch verschiebt. Es hilft, wenn man mal ein gemeinsames Regelwerk hat, in dem vieles erklärt wird, sowohl für die bestehenden Mitarbeiter als auch für das Onboarding von neuen Mitarbeitern. Wie machen wir das? Nichts schlimmer als, wir haben auch in Covid-Zeiten das Thema mit Onboarding von neuen Mitarbeitern, die noch gar nicht in der Kultur und in dem Verständnis drinnen sind. Wie soll man sich dann überhaupt zurechtfinden? Da ist es mal gut, der Versuch, es zu verschriftlichen und Regeln festzulegen. Regeln oder auch Guidelines, es muss nicht immer alles fix geregelt sein. Es kann auch durchaus mit Empfehlungen funktionieren, zu sagen, wie wollen wir es schaffen, dass wir die Kommunikation aufrechterhalten, dass wir gemeinsam an kollaborativen Prozessen bis hin zu kreativen Prozessen, so gut das im Distanzmodus, wenn es nicht versammelt funktioniert, damit wir da weiter vorankommen und unseren Erfolg, unsere Produktivität aufrechterhalten und die Frustration hinten anstellen. Also das eine ist es einmal, sich darüber klar zu werden, wer sind wir, was funktioniert von uns, wie ready oder welche Reifegrad hat unser Unternehmen, kann ich sie über das ganze Unternehmen drüber stülpen. Es gibt ja Bereiche, der Klassiker ist Sales, die ohnehin schon längere Zeit sehr, sehr hybrid und sehr mobil waren. Aber was schaffen wir und worauf sind wir bereit, uns einzulassen bezüglich der Freiheiten, bezüglich der Autonomie in den Entscheidungen? Das zweite Thema daran ist ja das Thema Technologie und das Thema Geld hören wir weniger, aber das andere große Thema ist das Thema Digital Leadership und die Komplexität, Mitarbeiter zu führen, den Kontakt zu halten. Wir hatten vorher das wichtige Thema auch eines Austausches, nicht nur Faktenbasis, vom Flurfunk angefangen über den emotionalen Austausch, um sich auf einer Ebene zu begeben und zu verständigen, dass man eine Teamstruktur aufrechterhält und sich findet und eben Mitarbeiter zusammenführt, auch Mitarbeiter führt und dann auch mal deren Leistung beurteilen muss, im Sinne der Bildung. Das ist digital eben etwas anders und ist eines der Hauptprobleme, das ich sehe, dass es als neues Thema kommt und dass es eine ganze Reihe von Empfehlungen gibt, wie man es denn machen könnte. Aber im Sinne von Learning by Doing herrscht einfach Verunsicherung und die Frage ist, soll man sich erst an Konzept A oder Konzept B orientieren und was ist für sich selbst das Richtige? Und in dem Prozess sind wir, da müssen alle durch, ja, die Mitarbeiter, aber auch die Führungskräfte. Es geht also ums Lernen. Ja, vielen Dank. Das deckt natürlich gleich eine Breite an Themen in den Unternehmen auf, was es bedarf. Barbara oder Sonja, wer mag als erstes? Ja, vielleicht kann ich gleich anknüpfen mit den Strukturen oder was gleich der erste Punkt auf das Leid war im Sinne von, dass es sozusagen irgendwo als negativ bewertet wird, dass es noch keine klare Struktur oder strukturierte Vorgaben gibt. Und auch was der Christoph jetzt angesprochen hat mit den Guidelines. Also
Mich würde es extrem überraschen, wenn es die jetzt überall schon gäbe, weil es ist einfach eine neue Situation und es gibt ja nicht so diese Best Practices, wo man sich jetzt orientieren kann. Also es gibt All-Remote-Firmen, die hat schon, also da gibt es vereinzelt und die gibt es dann auch schon länger, aber die kann sich auch nicht wirklich orientieren. Und diese starke Hybride gibt es eben kaum, wo man schon sich so gut orientieren kann, beziehungsweise gibt es ja dann auch natürlich immer diese starken kulturellen Unterschiede. Ich glaube, also wenn wir uns ein bisschen loslösen von diesem hybriden Arbeiten oder Homeoffice-Thema, also einfach was insgesamt so Kulturwandel anbelangt und was sich jetzt tut in Richtung, dass alles dynamischer wird und vieles im Wandel ist und so weiter und die Unternehmen ja insgesamt sehr gefordert sind, finde ich, dass gerade dieses Thema mobile Arbeiten also total dafür prädestiniert ist, das eben ein bisschen unkonventioneller anzugehen vom ganzen Prozess der Definition her. Also sprich, dass es nicht so typisch abläuft, dass man sozusagen oben sich ein kleiner Kreis überlegt, was sie glauben, was das richtige Regelwerk ist und das dann sozusagen kommunizieren und entsprechend dann in die Umsetzung versuchen zu bringen, sondern dass man einfach wirklich da mit der Haltung reingeht. Wir haben da jetzt eine unsichere Situation. Es ist neu für uns. Klarheit im Sinne von, das ist jetzt was, wo keiner genau die Lösung hat dafür. Und jetzt probieren wir es mal aus. Also ich sehe es so, dass man sozusagen von oberer Ebene eine gewisse Haltung formuliert und gewisse Werte, die in dem Zusammenhang wichtig sind. Also zum Beispiel, wir würden eigentlich gern möglichst viel Freiheit geben, aber wir wissen nicht ganz genau, wie weit wir da gehen können und wie es funktionieren wird. Oder es ist eine andere Art von Werthaltung. Also wir wollen das jetzt mal sehr vorsichtig angehen und also das irgendwie zu formulieren. Und dann aber das in die Teams reinzugeben, wie man jetzt zu diesem Rahmen kommt. Und das dann auch zeitlich zu limitieren, also im Sinne von Experiment, das einmal anzulegen und auszuprobieren. Also zum Beispiel habe ich in einem Interview mit der Geschäftsführerin von Xing in Deutschland gehört, dass die jetzt so ein 3-Monats Experiment haben. Sie haben sich da mal auf ein Pensum sozusagen einmal geeinigt, also geeinigt im Sinne von, da sind nicht alle glücklich damit, aber sozusagen ein guter Teil hat gesagt, okay, wir starten einmal so rein und dann werden wir mal sehen, was die kritischen Stimmen dann nach 3 Monaten dazu sagen und wie sich das einspielt und wo wir noch nachjustieren. Und das, wenn das klar ist, dass da keiner so die Wahrheit hat und dass das da kein so ein das richtige, den richtigen Modus ist und dass das auch unterschiedlich sein darf, also bei den meisten Unternehmen, glaube ich, macht Sinn, dass es unterschiedlich ist zwischen den Abteilungen oder Teams, dann ist das auch eine Art von Klarheit und Transparenz, wo man eben steht. Ja. Ja, definitiv. Nämlich auch kleinere Zeiträume. Es muss ja nicht für die Ewigkeit gemacht werden, weil in der Zeit leben wir jetzt auch nicht mehr. Veränderungen sind unser täglich Brot, heißt es ja. Und tut den Mitarbeitern und Führungskräften wahrscheinlich gleichermaßen Herausforderungen auf den Tisch stellen. Barbara, wie siehst du das? Ich finde das super, Sonja, und ich kann da ganz, ganz gut anknüpfen auch, weil ich glaube, das Thema VUCA und Volatilität, Unsicherheit ist ja etwas, das ist ja schon fast wieder ein alter Schuh gewesen letztes Jahr eigentlich, gell? Also da wollten die Leute gar nichts mehr hören davon, dass alles VUCA ist und VUCA wird, also volatil, es verändert sich schneller, es ist unsicher, die Zusammenhänge werden komplexer und es ist auch mehr, also das A in VUCA für ambiguous, also für Mehrdeutigkeit, und ich glaube, gerade letztes Jahr hat uns das wieder gezeigt, diese Unsicherheiten auch, wie wir damit umgehen, ist natürlich ganz wesentlich. Was du gesagt hast, finde ich ein super Beispiel, Sonja, also kürzere Zeiträume und auch transparent zu kommunizieren. Okay, wir haben noch keine perfekte Antwort darauf. Wir probieren jetzt einmal diesen Weg. Und ich glaube, das braucht natürlich ganz, ganz viel Resilienz von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil mit der Unsicherheit umgehen zu können, ist natürlich, ja, das braucht einfach viel Resilienz. Wir kommen aus Organisationen, wo wir gewohnt sind, dass manchmal die Sachen ganz, ganz klar von oben nach unten vorgegeben werden und wir das auch genau so folgen müssen. Das heißt, da hat es kaum Unsicherheit gegeben, nicht? Und ich glaube, was ihr beide gesagt habt, also Christopher und Sonja, für mich führt das alles letzten Endes zurück auf das Thema Kultur und Organisationskultur, was wir ja auch schon ewig gehört haben. Und das ist ja auch ein alter Schuh, muss man jetzt zugeben. Das Thema Vertrauenskultur ist etwas, was gerade bei neuen Arbeitswelten oder bei hybriden Arbeitswelten ja ganz wesentlich ist. Und ich glaube, da ist halt noch ganz, ganz viel Bedarf an Arbeit mit den Führungskräften, mit den Top-Führungskräften, Mittelmanagement, aber natürlich auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Weil die Unsicherheit akzeptieren zu können und trotzdem mitzugehen, ist einfach schwierig. Gell?
Dann nehme ich jetzt irgendwie nicht den Hut der Moderation zu mir, sondern ganz einfach jetzt einmal so den Hut der Vertrauenskultur, ein Great Place to Work. Genau das ist es, ja. Wir haben auch gesehen jetzt in dieser Zeit, in der dieser Umbruch war und die Lockdowns und so weiter, Unternehmen, die bereits vorher auf Vertrauenskultur gesetzt haben, auf die regelmäßige Interaktion, das Zuhören bei den Mitarbeitenden, die kriegen auch jetzt das Feedback von ihren Mitarbeitenden: Ihr habt es wirklich gut gemacht. Wir konnten uns auf euch verlassen, weil die Führung hat klare Vorgaben gegeben, hat uns immer transparent informiert auch. Wir haben gewusst, wo wir hingehen, auch wenn es im Nebel ist, sind wir halt ein kleines Schrittchen nach dem anderen gegangen, so wie man das halt beim Autofahren auch macht, wenn man nicht stehen bleibt, nicht? Also insofern, so dieses Hineinhören ist halt auch bei einigen Unternehmen noch nicht gelandet, dass man sagt jetzt: Hey, gehen wir ganz einfach in die Kommunikation enger mit unseren Mitarbeitenden und schauen mal, wo sie stehen. Ja. Was mich dann wieder dazu führt, jetzt nach was ich gerade gesagt habe: Es war den Mitarbeiterinnen, dass wir sehen jetzt in den Mitarbeiterbefragungsergebnissen, ganz, ganz wichtig, eingebunden sein, also Transparenz, wo steht man eigentlich, ist unser Unternehmen sicher, werden wir das bald sperren, ja, habe ich bald keinen Arbeitsplatz mehr, also Unsicherheit sehr, sehr, sehr groß, ja, also transparente Kommunikation war gefragt und ist es wahrscheinlich heute noch immer, ja, und ein Vorleben von Führungskräften. Und wenn wir uns jetzt an dieses eine Chart erinnern, das ich gerade eingeblendet habe, dass HR sagt, über 60% der Führungskräfte mögen eigentlich hybrides Arbeiten oder Homeoffice nicht, stehen nicht so dahinter und so. Nehmen wir uns jetzt nur diesen Aspekt dieses Leaderships. Was braucht von den Führungskräften auf der einen Seite und was, jetzt komme ich zu HR, kann HR bieten, damit Führungskräfte diese nächsten Schritte, die absolut notwendig sind, tun? Freiwillige vor. Ja, aber Sonja, bitte. ja, dass das da habe ich einen Gedanken dazu, den ich unbedingt loswerden will. Und zwar, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein relativ hoher Anteil der Führungskräfte ein bisschen ein Problem damit hat, dass im Umfeld die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu Hause arbeiten oder dass ja das irgendwie ein Thema ist. Es gibt ja kennt ihr vielleicht diese Theorie X und Y vom Douglas MacGregor, der sozusagen dieses Thema hat oder das aufzeigt, dass es dieses Menschenbild in der Arbeitswelt gibt, das entweder nach der Theorie X gesehen werden kann oder nach der Theorie Y. Also sprich, die Theorie X besagt eben, dass Menschen vereinfacht gesagt grundsätzlich einmal nicht gern arbeiten und dass es eher so eine Sache ist, die man halt in Kauf nehmen muss und auch eigentlich auch nicht wirklich motiviert, also die müssen motiviert werden und beziehungsweise Sanktionen müssen irgendwie im Raum stehen, damit die sozusagen so ein bisschen in die Gänge kommen, übernehmen nicht gern Verantwortung, sind wenig kreativ und so dieses Bild. Und die Theorie Y sagt dann so, Menschen, wenn das Umfeld passt, arbeiten sehr gern, das bringt ihnen Freude, sie übernehmen gern Verantwortung, sie sind von sich aus kreativ und genau so diese Linie. Und ich finde es eben so spannend, dass, also das sage jetzt nicht nur ich, das höre ich von vielen Seiten, dass sozusagen beide Theorien stimmen. Also und zwar in dem Sinne, wenn ich sozusagen das lange, also wenn ich mich selbst jetzt hernehme, wenn eine Führungskraft mir signalisiert hat, ein gewisses Misstrauen, also im Sinne von rund um Homeoffice dann auch wirklich wissen wollte am Ende des Tages, was ich da jetzt gemacht habe und so ein bisschen ein Reporting erforderlich war oder sonst ich irgendwie gespürt habe, es wird einfach mir ein bisschen misstraut, ob ich da so wirklich dahinter bin mit Leidenschaft und so weiter, dann hat sich das ausgewirkt auf meine Arbeitsweise? Die wird vielleicht ein bisschen unterschiedlich sein, wie stark sich das auswirkt, aber ich vergleiche es auch so ein bisschen, wie wenn man so in der Schlange steht irgendwo und die Leute alle diszipliniert in die Reihe stellen. Wirkt sich das auch auf mich aus, wie ich damit spiele? Oder ob alle sich so vordrängen und vorschummeln und das Ganze irgendwie wild wird, dann werde ich auch ein bisschen schauen, okay, wie kann sich das jetzt für mich irgendwie optimieren, dass ich da irgendwo mal vorne ankomme? Also es spielt einfach sehr viel das Umfeld eine Rolle, wie man sozusagen in den Wald hineinruft, so tönt es dann auch raus. Und deswegen sehen dann die Führungskräfte ja, ihr seht es ja eh. Also wenn ich da nicht dahinter bin, dann tut sich da nichts. Und man kommt dann halt ganz schnell, das Gegenüber kommt dann in diese passive Rolle, okay, ich warte jetzt auf die Vorgaben, dem folge ich halt und ja, bin jetzt sozusagen ein bisschen in der Konsumentenhaltung sozusagen. Und wenn ich aber einen anderen Zugang habe, dass ich wirklich da zutraue und Verantwortung auch wirklich abgebe, dann bin ich irgendwie auf einmal auf der Sesselkante vorne und sage, okay, ich bin gefragt, ich soll entscheiden und so weiter. Und das lässt sich natürlich auch nicht so mit einem Hebel rüber switchen. Und da
sind Erfahrungen einfach dahinter, die das Ganze prägen. Und das ist eine Illusion, dass jetzt machen wir ein Führungskräftetraining und dann machen die das alles anders. Aber es ist vielleicht einmal ein Schritt, das zu reflektieren. Ich habe das jetzt ganz spannend einmal bei einer Konferenz gesehen, wo wirklich jemand einmal in die Runde gefragt hat, wie schätzt ihr die Menschen in eurem Umfeld ein? Theorie X oder Theorie Y? Wie viel Prozent seht ihr da? Und dann ist halt so rausgekommen, dass viele halt so 60%, 80% die Leute bei der Theorie X sehen sozusagen. Und sich selbst haben aber 99% das Theorie Y gesehen. Also das ist eine total spannende Übung gewesen, sage ich einmal. Und ja, das finde ich, erleben wir dann einfach live. Wie sind so die Erfahrungen? Was sind da so die Bilder dahinter? Und so ist das ganze System, tickt dann einfach nach diesen Bildern. Das ist es, immer so mit der Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung auch. Auch aus der Brille von Führungskräften nehmen sich ja ganz anders wahr auch. Sicherlich motivierender, unterstützender, ja, transparenter, als es tatsächlich dann ist. Ja, also, und die Wahrheit sagt halt dann das Feedback. Das ist so durchaus, ich weiß nicht, kennst du diesen Comic, der ist ja vor Jahren ganz, ganz viel durch die Netze gegangen. Wer möchte Veränderung? Alle haben die Hände hoch. Wer möchte sich verändern? Alle Hände sind wieder unten. Nicht? Ja. Ja. Eigentlich müssten diejenigen, die Y ankreuzen, dann sagen, hier, ich bin in der ersten Reihe. Gell? Barbara, bist du in der ersten Reihe bei der Veränderung? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, man muss da jetzt ein bisschen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Schutz nehmen, gell? Weil ich sehe gerade in den Organisationen sehr oft, die kommen aus sehr starren, hierarchischen, bürokratischen Organisationen und da braucht es natürlich auch, bis ich die Kompetenzen, bis ich die Wahrnehmung, bis ich diese Veränderung in dem Upskilling schaffe, das dauert ja seit Zeit. Und genau da ist natürlich die Krux drinnen, das sehe ich halt mit den Unternehmen, mit denen ich arbeite. Ein ganz banales Beispiel, ein Umstieg von einem E-Mail-basierten asynchronen Kontext hin zu einem Slack oder Microsoft Teams Channel, effizienteren und effektiveren Kommunikationsmedium, das dauert in den Organisationen, bei denen ihm in der digitalen Transformation dabei sind, 3 Jahre auf jeden Fall einmal, bis da wirklich alle dort angekommen sind. Und das sind ja diese kleinen Veränderungen, die was einfach so lang brauchen. Und ich glaube, da müssen wir schon auch dabei sein und die Führungskräfte zugegebenermaßen, da ist natürlich das Problem. Die Führungskräfte sind oft zu 70% in operativen Agenten, anstatt dass sie sich zu 70% um Führung und Leadership und ihr Team kümmern können. Das heißt, die haben da auch viel zu wenig Zeit, dass sie diesen Prozessen da richtig folgen könnten oder ihnen die Unterstützung sein könnte, als Führungskraft, als Coach. Und deswegen muss man da schon natürlich auch schauen, wie kann man unterstützen? Und ich glaube, da eben ein bisschen runter vom Gas gehen und den Leuten Zeit geben, sich auch da anzupassen. Vielleicht das auch schmackhaft machen, weil sich mit Menschen auseinandersetzen und Menschen zu führen, ist ja schon auch eine Anforderung. Ja? Weil ein Unternehmen zu managen, jetzt sage ich mal von den Zahlen her und dieses Ganze, das kann ich lernen. Ja, mich auf Menschen einzulassen, ist eine Bereitschaft, die ich in mir zu entwickeln habe. Und dann kommt noch dazu, ich meine, ich habe ja nicht nur Mensch, 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 sondern ich habe Individuum, Individuum und Individuum, ja, auf das ich mich einlassen darf und das ich dann auch noch in einer Teamkonstellation unterstützen darf. Also irgendwie sind die Herausforderungen jetzt an Führungskräfte, auch wenn wir das in den letzten Jahren immer schon wieder auf der Tagesordnung hatten, jetzt ist es wirklich virulent geworden und jetzt greift es, ob es so passt mit der Führungskraft oder nicht. Ja. Und dieses, ich verlasse mein Unternehmen wegen der Führungskraft, gibt es schon lange. Ja. Christopher, wie siehst denn du das? Wie holen wir die Führungskräfte so aus ihren ich bin Manager und hinein in das, ich bin Vorbild und Leader meiner Menschen, mit denen ich arbeite? Ja, und genau das ist ja auch schon die Schwierigkeit. Also ich kann mich da nur anschließen, gerade auch an die Barbara, die am Schluss bemerkt hat, nicht Unterstützung und Führung durch die Führungskräfte. Es ist eben gleich nochmal eine Nummer schwerer, wenn man es selbst nicht kann und der Umstieg auf die digitale Arbeit, auch das Beispiel jetzt auf zum Beispiel Slack umzusteigen von E-Mail passiert, das dauert eine Zeit, auch es werden auch nicht alle am Schluss ankommen, das wissen wir auch, wobei es natürlich Möglichkeiten gibt, den Schaden und die Reibungsverluste zu begrenzen, aber die Führungskraft, die möglichst alles kann oder zumindest Leute zur Hand haben soll, die das können, um das zu unterstützen, sind teilweise auch einfach noch nicht da. Die Leute, die man hat, um das zu unterstützen oder auch die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Also man sollte im Idealfall es auch
selbst wollen, da fängt es an, das Mindset, ja, und selbst können, dann fällt es wesentlich leichter, die Mitarbeiter mitzunehmen und glaubhaft, authentisch dorthin zu führen. Solange der eigene Widerstand noch groß ist, schwieriger, wenn man es selbst nicht kann, doppelt schwierig. Wobei die Richtung klar ist und der Weg zurück für mich beinahe unvorstellbar. Aber was braucht die Führungskräfte? Zunächst einmal der Umgang mit der Unsicherheit. Ja. Mhm. Dass ja. es okay ist zu experimentieren und dass es auch ein Entwicklungsprozess ist. Es ist evolutionär. Die 3 Monate Spiel- und Testzeiträume sind toll. Bei den Regelwerken, wir schauen uns an, wo machen in den meisten Firmen Update. Ja, wenn Sie anfangen mit Regelwerken zu experimentieren und hoffentlich die Mitarbeiter mit einbeziehen, nicht alle tun das. Nach einem Jahr gibt es dann meistens das erste wirkliche große Update. Wir probieren das jetzt mal für ein Jahr, wie es funktioniert, schauen uns, wo gibt es die Verwerfungen, wo gibt es Schwierigkeiten und wie können wir es dann verbessern, weil einfach auch mit der Erfahrung und der Beschäftigung der Reifegrad, die Erwartungen ja, und auch die Möglichkeiten steigen, sich darauf einzulassen und sich mitzutun. Der Kulturwandel, ja, gerade auch in deutscher Sprache haben wir gerne Hierarchien. Da kann es schon sein, dass Mitarbeiter zu Beginn gar nicht bereit sind zu dieser Offenheit und Transparenz und sich einzubringen. Das führt dann ein bisschen zur Verwirrung, teilweise auch zu Unglück. Ja, und es braucht ein bisschen Zeit. Vertrauenskultur als großes Generalthema der letzten Runde. Vertrauen zu schenken ist eben eine der wichtigsten Währungen in unserer Zusammenarbeit und damit kann ich, denke ich, in der Führung sehr, sehr viel erreichen. Ja, die Theorie X, die ja von der Körperhaltung kommt und Y, das Offene, braucht der Zeit, von X nach Y zu kommen. Ja, da kommt es ursprünglich mal her. Ah, cool, das habe ich noch nie gehört. Spannend. Ja, danke für das Bild auch jetzt. Ja, genau. Online, genau. Das kann man natürlich real zusammensitzen noch viel besser demonstrieren, aber ich glaube, hat jeder ein bisschen ein Bild vor Augen. Y sind dann die was machen was? Die umarmen alle anderen, oder was ist da dann? Nein, also das ist die Power-Geste schlechthin. Power und Freude, ja, das ist auch ein Motiv, das wir im Marketing sehr oft verwenden. Nicht die Arme nach oben bis hin zur typischen Gewinnergeste beim Einlaufen bei diversen Sportveranstaltungen. Da gibt es ganz, ganz starke Bilder und Assoziationen. Ja. Aber es hat natürlich Form und Inhalt beeinflussen einander ja immer. Ja, ja. Es hat schon, auch wenn man es für sich selbst macht, wenn man so mal da sitzt für eine Zeit lang, eine Art von Beklemmung, die da mitschwingt. Ja. Ja, klar, wenn ich X, bin ich natürlich beklemmt. Ja. Danke für das Bild jetzt. In mir habe ich jetzt gesammelt, weil es mehrfach von euch gekommen ist, so diese 3 Jahre oder so, die es braucht, bis etwas in der Organisation zur Wirksamkeit kommt und so weiter. Dann stelle ich mal die ketzerische Frage in der Zeit, in der wir jetzt leben. Haben wir 3 Jahre? Damit etwas ankommt oder gibt es dann schon 3 neue Sachen dazwischen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben sollen und die wir implementiert haben sollen? Und wie gehen wir damit um jetzt mit dieser Schnelligkeit, die da ist? Ja, verlieren wir die Menschen, insbesondere vor allem auch Führungskräfte? Sind die Jungen flexibler, als es die älteren Gestandeneren sind? Oder sind die älteren Gestandenen in sich schon wesentlich ruhiger und aufnahmefähiger? Oder gibt es keine Antwort dazu? Also unsere HRler wären wahrscheinlich sehr froh, wenn es ein paar Ansätze von Antworten gibt. Ich glaube, letzten Endes, wenn ich da kurz vorgreifen darf, wir kommen eh nicht drum herum, damit einmal zu starten. Ich glaube, das ist ja der Punkt letzten Endes, oder? Wenn wir jetzt sagen, es kommen immer wieder neue Veränderungen und wir starten mit der ersten nicht, dann kommen wir ja gar nicht weiter, dann kommen wir gar nicht vom Stand weg. Und ich glaube, der Punkt ist auch dann, ich weiß nicht, wir an den Fachhochschulen, wie ich unterrichte, an den Hochschulen, wie ich unterrichte, haben wir schon manchmal dieses Thema Change Management überhaupt rausgetan aus dem Curriculum und umformuliert als Transformation oder konstante Veränderung, Agilität, lebenslanges Lernen, was auch immer man es nennt, weil letzten Endes geht es ja genau darum. Es werden diese Prozesse nicht aufhören, sie werden sich konstant transformieren, auch die Art und Weise, wie wir kommunizieren oder vielleicht gibt es neue Tools, die dann noch besser sind als Slack oder Microsoft Teams Channel-Strukturen, keine Ahnung, aber man muss letzten Endes diese Transformation einmal starten.
Das heißt, ich gehe wieder mal in ein Haltungsturnen hinein. Die Haltung, nämlich Mindset, Haltungsturnen, ja. Das zu trainieren, die Offenheit, was kommt, nehme ich und schaue ich, dass ich bestmöglich umsetze und weg auch von der Perfektion. Es muss nicht 100% sein, reicht eh, wenn es 80% ist und dafür brauche ich aber weniger Zeit, um das dann anzutrainieren. Also diese, ja. Ich darf wieder was anfügen. Ich habe das letzte Mal einen Gast gehabt bei einer Show von mir und der hat gesagt, better imperfect action than no action. No action is a choice. Und das finde ich so toll. Also ich weiß nicht, von wem das wirklich kommt das Originale, aber ich finde das so super im Sinne von, ja, Perfektionismus no action, no choice. Von jedem Staat. Ja, und das war ja vor einigen Jahren, wie sie diese Landkarte das Zukunftsinstitut herausgegeben haben mit den Zukunftstrends. Damals, vor 5 Jahren ungefähr war das, war dieses Permanent Beta. Ja. Damit hat man noch nicht wahnsinnig viel angefangen. Heute ist es irgendwie gang und gäbe geworden. Sonja, du willst da schon die ganze Zeit was sagen. Ich sehe das an deiner Nase. Ja, vielleicht in dem Zusammenhang noch so also ich habe das Gefühl, dass wir alle ja extrem gefordert sind, oder jetzt ging es auch gerade um dieses Thema, also man muss ständig dranbleiben und ständig sozusagen weiter lernen und wie kann man es realistisch überhaupt in einem gewissen Zeitraum, was kann man schaffen und so. Und ich komme ja selbst aus dem HR und habe das auch immer extrem intensiv erlebt und man kommt irgendwie immer nur zu den obersten Prioritäten und die anderen Sachen bleiben eigentlich liegen und so weiter. Und was ich glaube, was also aus HR-Sicht heraus, die jetzt eigentlich extrem gefordert sind, noch mehr als früher, dass vielleicht irgendwie ein entlastender Gedanke sein kann oder ein guter Weg sein kann, die so weniger diesen sich selbst das aufzuerlegen, dass man selbst jetzt so den richtigen Weg haben muss oder die eine geniale Idee oder die richtige Maßnahme, die man sich irgendwie überlegt und dann eben so ausrollt, sondern dass man einfach viel mehr rundherum Menschen einbindet. Also ich glaube, auch wenn sie ein bisschen wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft blicken, dass HR auch nicht nur so ein ganz klassisches Feld sein wird, was ganz eng ist und was sagt, okay, da ist jemand für HR zuständig und dann gibt es halt rundherum die anderen Bereiche, sondern dass sozusagen, dass diese Aufgaben sich auch viel mehr verteilen werden auf andere Bereiche. Also wenn ich jetzt gerade denke an Marketing-Expertise oder Sales-Expertise, wenn es um Recruiting und Employer-Branding geht, oder das ganze Thema Community-Building in einer Firma, wo es sozusagen um Kommunikationsskills geht und diese Themen. Also es wird ja, die Anforderungen sind ja sehr hoch an wirklich gute HR-Arbeit. Und sozusagen da so ein bisschen sich zu lösen, davon alles selber wissen zu müssen und zu sagen, dass man eher dieses Reinhören und eben Räume schaffen, sage ich einmal, oder als Moderatorin oder als Moderator zu agieren, ja, dass das sozusagen entlasten kann und gleichzeitig dann auch viel mehr sicherstellen kann, dass der Weg dann auch breiter mitgetragen wird und nicht so auf einer Schulter lastet und die hat sich das überlegt und das ist jetzt dann, findet man es gut oder findet man nicht gut. Ja. 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 Ich würde jetzt gerne so ein bisschen einen Schwenk noch machen in ein Thema, das Unternehmen branchenübergreifend derzeit plagt, unter den Nägeln brennt. Ja, ja, es ist der Fachkräftemangel, es ist überhaupt der Mitarbeitermangel, der da herrscht. Und dabei, das haben wir schon am Anfang festgestellt, spielt das Thema weiterhin hybrid arbeiten zu können eine wesentliche Rolle. Jetzt spreche ich den Standardartikel von der Karin Bauer auch an, wo sie sich dem Thema der Great Resignation auch angenommen hat, wonach auch nach Microsoft weltweit 40% der Bevölkerung Corona so erlebt haben, dass sie nachdenkend zu dem Entschluss gekommen sind, nein, so will ich mich nicht behandeln lassen. Also Fachkräftemangel, die Leute wollen nimmer. Was tun, ist die Frage. Christopher, hast du einen Tipp? Ich bin gerade geistig in China, wo das Life-Flat-Momentum ja an Kraft gewinnt und wo die Abkehr von den tradierten Zielen und Werten vielleicht langsam in eine gesellschaftliche Bewegung überschwappt. Sehr spannend gerade zu beobachten. Covid hat uns vieles gegeben, ja, Zeit zum Nachdenken, neue Arbeitsformen. Und vielleicht auch auf die Frage, da weiß man jetzt erst zurückkehren, 3 Jahre und konstante Veränderung hat natürlich auch viel Stress mit sich gebracht, will ich mir das bieten lassen. Ich glaube, wichtig ist es, dass man die Erfolge, die es immer wieder gibt, ja, die auch mitnimmt und es schafft, diese
im Unternehmen zu feiern, nicht im Sinne von einem Hurra, wir leben noch, sondern wir bewegen uns ja, wir bewegen uns zwar an unterschiedlichen Geschwindigkeiten, es gibt Mitarbeiter, die sind flotter und es gibt andere, die sind langsamer, aber in Summe bewegen wir uns und die Richtung stimmt. Es gibt sicher immer wieder Irrläufer und kleine Fehlentwicklungen, die werden korrigiert. Aber wenn man sich anschaut, wie schnell diese Transformation passiert und die Probleme sind ohnehin offenkundig, aber es nicht nur immer auf der Seite der Last und der An- und der Überforderung zu sehen, sondern auch wirklich hier und da mal eine Standardbestimmung zu machen und zu sagen, wir haben ja schon einiges geschafft, klar, wir müssen noch weitergehen und es ist nicht genug, ja, aber nicht darauf zu vergessen, dass es den Eindruck eines Kampfes gegen Windmühlen bekommt. Ja, absolut, ja. Genau, ja. Barbara, du hast vorhin so schön in den Chat hineingeschrieben, Transparenz, das braucht es halt auch, ja. Und jetzt, Christoph, wenn ich deines hernehme, jetzt, es geht auch um dieses Artikulieren. Also zum einen, dass ich als Führungskraft die Reife habe, den Erfolg dort zu lassen, wo er ist, nämlich bei den Mitarbeitern, weil die beigetragen haben, dass es diesen Erfolg gibt. Ja, also das ist so mal eines. Das zweite ist aber auch, also was wir ganz am Anfang auch gesagt haben, ein Teil der Mitarbeiter kann ins Homeoffice gehen und von dort arbeiten, ein anderer nicht. Wir haben beides in einem Unternehmen, ja, wie kommuniziere ich das, wie hole ich alle ins Boot, damit da nicht die Unzufriedenheit zu stark wird, ja, und je mehr die Menschen vom Homeoffice aus arbeiten, haben wir auch Studien, die uns sagen, desto mehr entfernen sie sich aber vom Unternehmen, also diese Bindung ans Unternehmen wird geringer, und das heißt, wenn ich jetzt dann auch noch dazu so dieses, ist das wirklich der richtige Arbeitsplatz, bin ich da gut aufgehoben, wird wertschätzend und respektvoll mit mir umgegangen, ist das wirklich ein faires Unternehmen, desto offener bin ich natürlich auch für Abwerben. Ja? Barbara, Transparenz kommt zu dir zurück. Ja, ich glaube halt, dass es da ganz stark auch mit dem Umdenken natürlich zu tun hat, was wir als Unternehmen durchgehen müssen. Wir sind nicht gut darin, einerseits virtuell zu arbeiten oder hybrid zu arbeiten. Wir sind gewohnt, dass wir vor Ort sind. Das heißt, damit was anfangen zu können, dass wir über die Kamera auch ein Teamgefüge oder einen guten Teamzusammenhalt herstellen, das kann sich kaum jemand, mit dem ich in Österreich arbeite, vorstellen. Ich arbeite aber auch mit vielen Unternehmen, die seit Jahrzehnten oder jahrelang schon virtuell arbeiten. Und ich bin ja selbst auch, also ich habe früher das Thema beforscht, neue Arbeitswelten, jahrelang mit Kolleginnen aus der ganzen Welt. Und wir wissen ja auch, Forschungsteams sind ja auch international zumeist aufgestellt und da arbeiten wir in dem Kontext auch schon länger. Wir wissen, dass es da natürlich auch diesen Vertrauensvorschuss, aber auch diesen Fokus auf Vertrauensbildung im virtuellen Kontext braucht. Und ich sehe sehr wohl, dass bei den Teams, die virtuell arbeiten oder auch hybrid arbeiten, schon seit Jahren, dass es dort einen großen Teamzusammenhalt gibt. Nur da muss halt ich als Führungskraft auch dahinter sein, dass ich bei den Check-ins, bei den Team-Meetings mir überlege, was kann ich da für eine menschliche Komponente mit reinbringen? Wie schaffe ich es, dass meine Haltung dieser virtuellen Zusammenarbeit gegenüber auch positiv mein Team beeinflusst? Und jedes Teammitglied muss sich auch selbstbewusst sein, dass die dafür zuständig sind, dass dieses Teamgefüge natürlich funktioniert. Und Transparenz, was du sagst, ist natürlich etwas im virtuellen Kontext. Brauche ich Transparenz, weil Transparenz schafft Vertrauen. Transparenz, klare Kommunikation, Präzision, präzise Kommunikation schafft Vertrauen. Und das, was der Christoph am Anfang gebracht hat, das Thema Regelwerk und Teamregeln, das ist natürlich die Basis dafür. Weil in dem Moment, wo ich weiß, was wird erwartet in Bezug auf Meetings, in Bezug auf Deadlines, in Bezug auf Kommunikation, in Bezug auf Entscheidungsfindung, in Bezug auf Zusammenarbeit. Wenn ich das weiß, diese Transparenz, diese Klarheit, führt natürlich auch wieder zu Vertrauen. Also wir sehen da, dass es ganz viele dieser Elemente, die was wir da jetzt durchbesprochen haben, die kommen ja alle wieder zusammen zu einer gut funktionierenden hybriden Arbeitskultur und führen natürlich dazu. Ich glaube nicht, und ich weiß nicht mehr, wer das war, aber auf Ö1 hat es eine Diskussion gegeben, ich glaube, das war im Sommer, da war ich nämlich noch in Kärnten, kann ich mich erinnern, weil ich spazieren war, weil ich angeguckt habe am Forstsee, und da hat einer ein Statement hat's gegeben, ein ganzer Powerful, wurde lang diskutiert, Transparenz schafft Vertrauen ab. Ich persönlich glaube, dass Transparenz Vertrauen schafft. Aber natürlich ist das auch ganz eine ganz individuelle, kulturelle Hintergrundfrage natürlich.
Ja, natürlich. Ich meine, wenn Transparenz in eine Unkultur blicken lässt, dann unterstützt das Vertrauen natürlich nicht, ja. Sonja, uns läuft die Zeit leider. Wir haben noch 3 Minuten. In einer Zusammenfassung, was können wir jetzt den Zuhörenden, Zuschauenden, HR-Managerinnen mitgeben? Worauf sollte man fokussieren, damit eine hybride Arbeitsplatzkultur fair funktioniert? Sonja, in einem Satz jetzt war das alles. So, Die ich Lösung kommt arbeite 2 Minuten. Nein, auf jeden Fall möchte ich natürlich auch aufgreifen, was du gesagt hast, dieses Reinhören, also in Form von Befragungen dran sein mit den Ohren den Menschen und da dran, also ein Gefühl haben, wo die Leute da stehen, was die Themen sind, die Schwierigkeiten sind und dann entsprechend adaptieren und das zurückspielen und so weiter. Das ist einfach ein Annähern und Ausverhandeln und dranbleiben die ganze Zeit und keiner hat da eben, ja, wie gesagt, die perfekte Lösung. Und vielleicht will ich das noch nutzen, so als Appell auch so ein bisschen am Ende. Insgesamt jetzt für HR, weil sozusagen das ist irgendwie auch so mein Herz dort liegt, weil ich einfach sehe, dass da so eine starke Überforderung auch da ist und die Menschen einfach so gefordert sind, wirklich dafür einzutreten, dass, also ich sage mal, People and Culture ist wirklich jetzt das erfolgskritische Kriterium in den Organisationen. Also das ist, das war jetzt eine Studie 2019 von Ernst & Young, was ist das größte Businessrisiko unter den österreichischen Unternehmen? Und das ist der Fachkräftemangel, also die Recruiting-Probleme. Das sagt sie schon auch ganz deutlich, das ist jetzt mit Corona dann im nächsten Jahr dann auf die zweite Stufe gefallen, nach sozusagen insgesamt Corona-Problematik. Aber das hat wirklich absolut hohen Stellenwert und trotzdem ist es so, dass HR oft noch so ein bisschen ja, Stabsstelle nebenher. Ganz viel mit Bürokratie, Administration, ja, Recruiting und dann, was sich noch ausgeht, machen wir dann noch Personal- und Organisationsentwicklung so vereinfacht und plakativ ein bisschen dargestellt. Also da wirklich sich auf die Füße stellen und sagen, das ist jetzt ein Schlüsselbereich, um uns da, um einfach zukunftsfähig zu sein als Organisation und auch darum, Ressourcen zu kämpfen. Ja, das sozusagen, da will ich einfach Ja. so den Rücken stärken, das wirklich zu machen und dafür einzutreten, ja. Wunderbar, vielen Dank. Du plädierst dafür, dass HR-Managerinnen sich stärker dafür einsetzen, dass sie ihr Fachgebiet ganz einfach bespielen können. Christopher hat uns mitgegeben, ein gewisses Regelwerk macht transparent auch, womit ich auch wieder bei der Barbara bin. Und damit sage ich herzlichen Dank. Wir haben eine Punktlandung. Es ist 13:55 Uhr und ich denke, wir haben wirklich dieses Thema sehr umfassend behandelt und ich hoffe für die Zuhörerinnen und Zuhörer war viel dabei. Für mich war es es. Ihr habt es mich bereichert. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Vielen lieben Dank, Doris. Vielen lieben Dank, Barbara, liebe Frau Stromer und Herr Schwand, für eure Diskussion, für Ihre Diskussion. Wir haben auch eine Nachricht bzw. eine Frage aus dem Publikum erhalten. Und zwar richtet sich die an die liebe Barbara. Du hattest so ein spannendes Zitat. Ich kann mich nur noch erinnern mit Not acting, better imperfect und so weiter. Vielleicht kannst du das nochmal in langsameren Worten hier wiederholen für unsere Teilnehmer. Das wäre sehr interessant. Sehr, sehr gerne. Imperfect action is better than no action. No action is a choice. Okay, gut. Also besser nicht ganz zu 100% perfekt zu sein. Ja. Sondern Und einmal starten, genau. genau, einfach mal tun und ausbessern. So auch wie es die Sonja Stromer gesagt hat, ein Experiment, sich mal einlassen auf etwas und mit Unsicherheit umgehen. Und das ist sowieso etwas, das wir in den letzten Jahren gelernt haben. Aber das einfach es schwierig sicherlich macht für viele, denn das Unsichere kann man nicht erfassen. Und wer kann in die Zukunft schauen? Ja, vielen lieben Dank nochmal für euren Beitrag. Wir haben jetzt noch 4 Minuten. Entweder gibt es noch Fragen aus dem Publikum, sonst würde ich einfach vorschlagen, dass wir in eine ganz kurze Pause gehen. Und wir sehen uns dann wieder um 14 Uhr mit Wolfgang Palz zum Thema Resources und Mentaltraining. Gut, Vielen Dankeschön. Dank, liebe Iris, Dankeschön. auch dir für diese schöne Dankeschön. Moderation. Dankeschön und habt einen schönen Nachmittag. Danke. Ciao.